Ja, willkommen zum Monat der Helden 2017. So heißt das Anwesen, so heißt unsere Party hier, so heißt auch die Herausforderung, die wir uns stellen werden hier bei Darkest Dungeon. Ich habe das Tutorial fertig gemacht, damit wir direkt einsteigen können. Und als erstes erkläre ich euch mal die Regeln für diese Nutzlocke. Die erste Regel: Ich darf jede Woche nur einen Helden aus unserer Kutsche mitnehmen. Die zweite Regel: Ein Trupp darf nicht zweimal dieselbe Heldenklasse dabei haben. Die dritte Regel: Ich darf mich nur von Ticks heilen lassen in den Dungeons, darf also keine Ticks in der Stadt heilen. Ich darf niemals aus Kämpfen oder aus Dungeons fliehen. Und ich darf meinen Leuten keine anderen Fähigkeiten beibringen. Die einzige Ausnahme mache ich hier, wenn sie keine 4 haben. Dann werde ich immer 4 nehmen, außer eine vierte nehmen, wenn es nur 3 geben sollte. Und Lagerfähigkeiten werde ich ihnen auch geben, wenn diese anders sind. Aber die reinen Kampffähigkeiten müssen die gleichen bleiben. Und das sind unsere Helden, die wir bis jetzt haben. Wir haben Nestro dabei, wir haben Ustra dabei, wir haben David War schon dabei und Ingrid Grimm. Ein Held, der noch keinen Namen hatte, eine Vestalin. Und jeder, der hier keinen Namen hat, ab jetzt könnt ihr auch über die Kommentare eure Namen einfließen lassen, aber zuerst werden die aus der Revlo-Sache natürlich Vorrang haben. Könnt ihr natürlich jetzt eure Heldennamen, eure Heldenklasse gerne reinschreiben, die werden ab jetzt mit berücksichtigt, falls ich einen neuen Helden bekommen sollte, sonst werde ich sie nennen, wie ich sie nennen möchte, denn vergesst nicht, am Ende des Monats der Helden kommen die erfolgreichsten, eventuell die chaotischsten Helden und vielleicht auch die unglücklichsten Helden in die Halle der Ehre und werden dort am Ende des Monats noch einmal erwähnt und besonders ausgezeichnet. Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns unseren einen Helden, den wir uns holen können. Ich habe sie mir beide angeguckt. Der Muster hat nicht wirklich geile Fähigkeiten. Nicht wirklich geile Fähigkeiten. Das mit der Fähigkeitsregel weiß ich auch noch nicht, ob wir das so durchziehen. Aber ich weiß zum Beispiel hier, Fitzherbert, eine suchende Grabräuberin mit einem merkwürdigen Namen, heißt nun Hel. Hopp. Und wird unserer Truppe nun beitreten. Wir können einem Stress... Wir können einem helfen, Stress zu reduzieren. Und ich glaube, wir helfen einmal dem Nestro, dass er ein bisschen runterkommen kann. Und ich würde sagen, wir nehmen Ingrid Grimm mit, obwohl sie schwer an der Psychose hängt. Aber wie gesagt, wir dürfen hier nicht... Erstmal die Helden, die wir bekommen, verbessern. Außerdem, wie viele Helden wir tragen können, verbessern. Auch wenn das vielleicht nicht sonderlich wichtig wird, weil wir eventuell ja gar nicht dazu kommen, viele Helden zu haben. So, lass uns mal schauen, wen wir wohin tun. Ich denke, das ist nichts für die erste Position. Eigentlich eher für die dritte. Ingrid Grimm kann auf die zweite. Ich glaube, sie kann von hier aus aber nicht heilen. Was auch scheiße ist. Du gehst auf die erste Position, obwohl du da auch kaum was machen kannst. Und du kommst auf die letzte Position, weil du alles von der letzten Position aus machen kannst. Ich weiß nicht, ob ich euch nochmal wechseln soll hier. Weil du kannst auch alles bis auf Giftpfeile werfen von der zweiten Position. Ich glaube, das ist ganz gut. Wir gucken mal, was wir hier machen können. Kurze Dungeons möchte ich natürlich auch vermeiden. Und eigentlich nur mittlere Dungeons erledigen. Schwere Stiefel. Widerstand gegen Bewegung. 10 mehr Abwehr. Es gibt hier und da natürlich neue Items, die wir damals nicht hatten. Raumkämpfe erkunden. 4000 Gold. Wir nehmen mal das hier. Es ist ein mittlerer Dungeon, das heißt, wir brauchen 12 plus 8. Oder ist das für einen großen? Einmal campen. 8
plus einmal Essen. Wir brauchen nur 12 Essen eigentlich. Oder wie viel essen die? Die essen doppelt. Doppelt ist 8. Na, wir nehmen mal nochmal extra Essen mit. Einfach nur um auch... Wir nehmen Fackeln mit. Wir dürfen nämlich in diesem Run Fackeln mitnehmen. Und wir nehmen auch sonst alles mit, was man mal so brauchen kann. Ein Schlüssel, denn es ist ein mittlerer Dungeon. Wir haben die Möglichkeit, hier einen geheimen Raum zu finden, falls wir das Ganze gut erkunden können. Ich glaube nicht daran. Aber wir schauen mal. Wie gesagt, die ganzen Regeln sind natürlich nur passiv in den Städten. Und klar, ich darf nicht vor Kämpfen weglaufen. Aber hey, ich bin auch nie weggelaufen. Ich glaube, meine Kameraposition ist auch so ganz gut, denn da ist eigentlich nichts. Da hat man hier so ein bisschen dieses Symbol hier, das da und das da. Und sonst hat man hier gar nichts. Man sieht hier so ein bisschen Karte, dann sieht man gerade so ein bisschen Greenscreen. Aber das sollte ganz gut sein und das ist der Dungeon, mit dem wir uns rumprügeln müssen. Der ist scheiße. Der ist scheiße, ich hasse ihn. Eine Urne. Weihwasser. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Zeug für Leute, die wir nicht mal haben. Haben wir Fackeln mitgenommen? Eigentlich nicht genug. Darf ich das so sagen? Wir haben definitiv nicht genug Fackeln mitgenommen. Das war dämlich. Gut ausgewichen ist ich selbst. Ah, weg mit dem Stress. Wir machen mal eine Fackel an. Okay, wir können erkunden, sehr gut. Und wir wissen, was in den nächsten Räumen vor uns liegt. Auch das finde ich sehr schön. Dieser Run, diese Nutzlocke. Und wie gesagt, ich möchte es jetzt hier betonen, niemand sollte böse sein, falls sein Held stirbt. Ich mache das weder mit Absicht, noch aus irgendeiner böswilligen Sache heraus. Wir wollen doch nur schauen, dass wir gewinnen können. Da oben der Raum ist leer wegen einem Schmuck. Schon wieder eine Urne. The fuck? Die Urne erhält nur Asche, enthält nur Asche. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Ja, es ist schon sehr schnell sehr dunkel geworden. Ich wollte eigentlich das Fackellicht für so viele Kämpfe wie möglich aufrechterhalten. Aber anscheinend das nein. Natürlich haben wir die ersten Gegner Spinnen. Nicht gut. Es könnte sein, dass das jetzt direkt den Run beendet übrigens. Weil wegen dem Kennzeichnen und den Giftspinnen, die einen direkt erledigen können, wenn sie wollen. Außerdem, nein, Stun! David War, Stun die! Mach die weg! Oh, widerstanden! Holy! Ausgewichen! Holy hell! Man sieht, ich kann nicht wirklich viele Attacken machen von da aus. Der Schaden hält sich in Grenzen. Und wenn, müssen wir leider die Grünen erledigen. Was heißt leider? Wir müssen die Grünen erledigen, wenn wir was machen wollen. Spinnen! Damit kann ich das Fackellicht etwas erhöhen, was mich... Die Chance, Gifthauch zu widerstehen, ist sehr gering. Du bist tot. Okay. Gel kann höchstwahrscheinlich nicht sterben. Außer an dem ganzen Gift. Sehr gut aus. Warum weichst du so viel aus? Holy shit. Das finde ich gut. Du bist auch tot. Das freut mich. Spitzhacke. Ich treffe nichts. Ich treffe absolut gar nichts. Außerdem heilen wir mal, wenn wir gerade schon dabei sind. Denn wir können auch das machen. Und dann sollte der Kampf rum sein. Das Gift können wir locker lösen, wenn wir das wollen. Eine Fackel. Yes! Gegengift. Yes! Fackel. Yes! Außerdem Schlüssel. Yes! War das clever? Wir sagen einfach mal, das war klug und gut. Shit. Shit. Au. Stress durchs wieder weglaufen. Au.
Zum Glück haben wir den Beichtstuhl gefunden, außerdem wenig Fackellicht, außerdem wir bewegen uns zu viel, außerdem warum ist da ein Objekt im Weg und warum haben wir so wenig Schaufeln dabei gehabt? Ich habe alles vergessen. Das macht die Sache natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Wir können natürlich hier rumgehen. Wir haben das jetzt zum Glück erkundet. Ein weiterer Hungertick. Because why not? Ich meine, wir müssen ja nur noch 180 Trilliarden Räume durchlaufen. Fackel? Wurde bereits geplündert. Okay. Es ist dunkel. Wir können. Yay. Wir wissen, ein Kampf liegt vor uns. Wir wissen, da liegt ein Hindernis vor uns. Wie sollen wir da langkommen? Wir haben keine Fackeln. Wir haben keine Schaufeln. Wir kriegen den Kampf auch in der Dunkelheit hin, außer es ist jetzt ein richtig böses Monster. Nur Menschen. Kein Grund zur Panik. Ha, solche! Ha, Licht an! Keine kritischen Treffer, bitte. Oh Gott. Hä? Gift. Sehr gut. Hä? Bluten. Okay, oder krit ihn weg. So mag ich das natürlich noch viel lieber. Heilung. Smack. Oh. Oh. Oh Gott, ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass mich irgendwas kritten wird. Wir können auch super gar nicht heilen, ey. Oh. So, wegschaden. Christo, du bist fast tot. Gut, nicht ihn töten. Ich wollte gerade sagen, egal was du machst, töte ihn nicht. Du brauchst Heilung. Mehr können wir leider sowieso nicht tun. Bisschen Fackellicht haben wir jetzt auch wieder zurückgeholt. Hm. 20% mehr Schaden, Baby. Dann mal los in den nächsten Raum, solange wir das noch haben. Hi! Fackellicht! Damit die Monster nicht unwahrscheinlich zu stark werden für unsere Gruppe. Ich weiß, dass du hier nicht weiter sein willst. Alles gut. Wir können dich weiter zum Ausweichen bringen und jemanden betäuben. Aber wir machen erstmal die Spitzhacke. Ich wollte schon sagen, warum bist du so langsam, David? Du müsstest schneller sein. Achso, ich weiß warum. Also dieses komische Stein des Gifthauchteils da. Nein. Heal! Heal! 9er Crit! Warum nicht? Wie gesagt, ich darf nicht abhauen. Die erste Gruppe, wir könnten direkt schon verlieren. Sieht schwer danach aus, als ob wir gleich verlieren werden. Poms! Poms! Töte ihn! Na! Ah! Gut ausgewichen. Heilung. Alles wieder gut. Zeichengranate. Du bist tot. Du fast. Peng! Sehr, sehr schön. Dann sind wir die beiden hinteren schon mal los. Eventuell können wir uns noch ein bisschen heilen. Wir können uns nicht mehr heilen. Nein. Okay. Schade. Extra Futter. Sehr gut. Wir können die Truhen öffnen. Maybe. Oder auch nicht. Zum Henker damit. So ist es nämlich. Jetzt müssen wir natürlich uns an der nächsten Sache vorbei buddeln. Und haben keine Schaufel mehr. Das ist noch so weit. Es ist noch so weit. Wir campen hier. Wir essen hier.
Wir verhindern nächtliche Angriffe. Wir erkunden? Wir stärken uns selbst. Beistand. Okay. Wir können zumindest nicht überrascht werden in der Nacht. Haben wieder volles Fackellicht. Auch gut. Was wir nicht haben, ist eine Schaufel. Bloße Hände, go. Au. War gar... Oh Gott. War gar nicht so schlimm. Hat nur einen halben Tag gedauert, dass die Fackel schon wieder aus ist. Erkunden bringt uns gerade Jack Shit, also gar nichts. Nice. Fünf Fackeln? Eine Fackel? Ausgewichen, sehr schön. Gut. Ihr macht nichts. Das zuallererst. So. Dann... Warum mache ich gar keinen Schaden? Ich mache gar keinen Schaden. Holy Balls! Aber überhaupt keinen. Bin ich auch mal dran? Jetzt. Können den eventuell erledigen. Na gut. Jeden, den wir umbringen, der macht uns weniger Probleme. Oh, sehr gut. Yes, wieder ausgewichen. Ich bin so gut. Fernkämpfen macht wir besseren Schaden. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Fackellicht plus 6, Fackellicht plus 5, minus 20% ausweichen. Seuchengranate. So, ausweichen können sie der zumindest nicht. Ich meine, ich habe eher Angst vor dem Schaden, den die machen, weil die haben auch diese ekelhafte Angewohnheit, viel zu kritten. Außerdem... Ich meine, ich mache mit Fernkampf. Das war dumm, diese Fähigkeit zu machen. Die Fernkampfangriff-Scheiße für uns. Weil das bringt uns nicht... Der ist tot, ne? Ja, okay, dann hauen wir schon mal den. Der haut natürlich zurück, aber Hehl hat sich da schon gut gegen gewehrt. Wir machen... Was? Ich meine, damit kann man, glaube ich, betäuben. Und machen Fackellicht. Beides gut ist. So, jetzt können wir den erledigen, hoffe ich. Oder den erledigen. 13er Crit! Volltreffer! Woo! Und dich können wir erledigen. Im Moment scheint es noch zu gehen. Oh, eine Journal Page. Ein zertrampeltes Tagebuch. Wir kämpfen in der Ostgalerie, die von Porträts unserer Ahnen geziert wird. Gleichgültige Zeugen des Gemetzels Al-Hazret, der feurige Lebensfunke unseres Gefolges, stiftet Chaos in den feindlichen Reihen. Sein Tod schmerzt sehr und ich erinnere mich, dass mir unheimlich elend wurde, als ich seinen leblosen Körper fallen sah. Blut strömte aus einem schreienden Mund, nachdem ein heimtückisches Messer seine Lungen grausam zerfetzt hatte. Nichtsdestotrotz trugen wir den Sieg davon und kämpften weiter. Damn. David, möchtest du da mal reingucken, hä? Siehste, war doch gar nicht so schlimm. Alles okay. Wir werden hier sterben. Oh! Gut ausgewichen, Hehl. Shambler, Alter! Natürlich will ich gegen den kämpfen. Wenn ich eine Fackel hätte, würde ich das auch nicht machen. Reicht schon, dass die Option da ist. Nice. Reicht schon, dass die Option da ist, dass wir das überhaupt können. Wir können immer noch essen. Das ist so ziemlich das Letzte, was wir können. Wir finden eine Kiste. Wir machen diese auf. Diese Kiste ist leer. Wie meine Erwartungen. Leer. Wir haben den... Gehen wir noch ein Stück? Ich meine, the fuck, wir haben noch Platz im Inventar. Charge! Dumme Idee! Rückzug! Wir dürfen nicht!
Bumm. Scheiße. 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 Eh? 5 und 3, okay. Alles gut. Eh? Voll die dumme Idee. Ich will nicht... Oh, ich will nicht mehr leben. Sehr gut. Außerdem findet ihr die Regeln für diese Nutzglocke sowohl auf der Website als auch in der Videobeschreibung. Einfach nur mal eben so am Rande reingeworfen. Falls ihr euch fragt, wie ich das spiele. Ich hätte noch krasser werden können und ja, keine Fackel und kein Licht und so. Aber ich denke, im Moment ist es schwer genug. Eventuell können wir die Regeln... Bonks. Eventuell können wir dann die Regeln dann erweitern, wenn wir sie brauchen. Entweder in die eine oder in die andere Richtung. Oh, eine Vitrine. Ah, fuck it, drauf. Okay, das war's. Mehr können wir nicht tun. Wir haben den Quest fertig gemacht und wir sind hier durchgekommen. Und das ist das Wichtigste. Und außerdem besessen von Selbstverehrung. Ja, das stimmt. Walderforscher, okay, Nervenbündel, minus 5 Präzision. Und wir dürfen die Ticks nicht heilen. Ach, das ist so ekelhaft, oder? Oh oh, naja. Für das erste Mal wieder in Darkest Dungeon rein, nach dem Tutorial natürlich, geht es mir ganz gut. Nestro hat aber auch nicht wirklich jetzt hier was geholfen. Die Gilde brauchen wir also. Ah, wir müssen trotzdem beides machen. Aber wir dürfen noch einen holen! Und zwar holen wir... Hi. Schwächender Fluch, Gottesfürcht. Ich will im Dor... Ist besessen davon, Wissen anzuhäufen. Plus 4 Geschwindigkeit in der ersten Runde. Ja, das mit den Fähigkeiten, eventuell tausche ich das nochmal. Aber du kannst heilen. Und du kannst den ganzen anderen Scheiß. Also, willkommen im... Oh, was können denn die anderen? Moment. Nervenbündel, Und du? Furcht vor Menschen. Na, ich glaube, wir sollten erstmal auf die verschiedenen Leute gehen und nehmen hier erstmal Björni mit. Björni, willkommen im Grüppchen. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier im Monat der Helden. Und beim nächsten Mal Darkest Dungeon. Bis dahin, ciao.